vom unfreien Willen. Auszüge aus einem Buch von Martin Luther. Der heutige Auszug wird überschrieben mit dem Titel Gottes Werk und unser Werk. Es ist nicht unchristlich, neugierig oder überflüssig, sondern ganz besonders heilsam und notwendig für einen Christen, zu wissen, ob der eigene Wille etwas oder nichts tun kann in den Dingen, die zum Heil gehören. Ja, das ist sogar der Angelpunkt unserer Disputation. Hier liegt der Kern dieser Sache. Denn darauf sind wir aus, dass wir untersuchen, was der freie Wille vermag, was er zulässt und wie er sich zur Gnade Gottes verhält. Wenn wir dies nicht wissen, wissen wir rein gar nichts von den christlichen Dingen und werden schlimmer sein als alle Ungläubigen. Wer das nicht versteht, gesteht damit ein, dass er kein Christ ist. Wer das aber tadelt und verachtet, der soll wissen, dass er der größte Feind der Christen ist. Denn wenn ich nicht weiß, was ich selbst tun kann in Bezug auf Gott, so wird es mir ebenso ungewiss und unbekannt sein, was Gott in mir tun kann, da doch Gott alles in allem wirkt. Wenn ich aber Gottes Werke und Macht nicht kenne, so kenne ich Gott selbst nicht. Dann kann ich ihn auch nicht verehren, loben, ihm nicht danken. Ich kann Gott nicht dienen, da ich ja nicht weiß, wie viel ich mir zuschreiben kann und wie viel ich Gott schulde. Wenn wir gottselig leben wollen, müssen wir also genau unterscheiden zwischen der Kraft Gottes und unserer, zwischen dem Werk Gottes und dem unseren. So siehst du, dass diese Frage einen Hauptteil der christlichen Lehre betrifft, von der unsere Selbsterkenntnis und die Erkenntnis Gottes und seiner Ehre abhängt und auf dem Spiel steht.